Dann herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall, Leute, bin ich hier gerade in der Brotabteilung. Zeig dich mal. Nee. Zeig dich hier. Wir machen heute eine Übernachtungsparty. Wir haben schon mal mit Justin gefragt. Das heißt, Justin kommt jetzt auch gleich vorbei. Dann machen wir eine Übernachtungsparty. Und deswegen sind wir jetzt hier gerade im Teegut, damit wir noch so ein paar Snacks kaufen und dann richtig viel Spaß haben. Yeah. So, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall auch erstmal schauen, was wir überhaupt brauchen, weil ich habe gestern einen Großeinkauf gemacht. Deswegen ich habe schon eine Menge. Wir kaufen jetzt nur so ein paar extra Sachen, ne? Okay. So, wir sind jetzt kurz in der Süßigkeitenabteilung. Jetzt darf ich Nadja mal was aussuchen, ne? Los! Okay. Aber ich mag es eigentlich nicht so. Okay. Okay. Ich weiß nicht. Und ja, ich esse nicht so viel Reis. Ja, doch, ich mal auch. Das muss halt auch einfach mal sein. Gabi, Brand. Nee, psst. Damit das jetzt auch eine richtige Party wird, brauchen wir auch Kindersekt, Leute. Das hab ich gesagt. Sag mal. Hier ist er. Hier. Okay, dann nehmen wir. Welche Sorte? Den hier. Freunde, wir sind jetzt an diesem schönen Ort. Hier drehen wir jetzt noch einen TikTok. Und dann warten wir. Wir warten hier auf Justin, deswegen drehen wir jetzt noch einen TikTok. Und Leute, ich bin euch so ehrlich, das ist so weird, wieder in Deutschland zu sein. In Mallorca war so geil. Da kommt jetzt auch noch bald ein Vlog online. Vor dem Vlog. Es kommt jetzt nochmal ein Mallorca-Vlog. Also guckt euch den an. Vor dem hier. Vor dem hier. Das heißt eigentlich, dass ich das gar nicht sagen. Das ist schon eine Woche her, ne? Ja. Aber Mallorca war richtig cool, Leute. Ich vermisse das richtig. Und Nadja vermisst es auch. Wir haben jetzt das TikTok fertig gedreht. Und ich blende euch das jetzt mal hier ein. Hallo, lass doch mal näher. Ich hab sonst keinen Hotspot. Manchmal habe ich das Gefühl, du triffst dich mit mir nur wegen meinem Hotspot. Ach, mein Bestie, nein. Du bist auch so voll lustig. Oh, wirklich? Ja, aber komm mal ein bisschen näher, bitte. Boah, was ist los mit deiner Bambusleitung? Kannst du mal ein neues Hotspot kaufen? Es ist auch schon fast leer. Aufgebraucht? Na klar, es ist aufgebraucht. Denkst du eigentlich, ich treffe dich mit dir, weil du so cool bist oder so? Ganz sicher nicht. Dann gehe ich jetzt nämlich nach Hause, du. Du kleines Scheißkind, solange du kein Hotspot mehr hast, treffen wir uns nicht mehr. Damit du das weißt. Leute, schaut mal, wer jetzt da ist. Justin ist da. Der ist heute durch seine Fahrprüfung gefallen. Und durch seine Theorie ist er auch gefallen. Jetzt interviewen wir mal den Justin. So, erzähl mal vom Urlaub, so im Großen und Ganzen. Also, es war an sich richtig cool. Aber das ist so unangenehm, das ist ja richtig krass. Kann man hier ranbinden? Nee. Ja, machen wir näher. Okay. Ja. Also, es war an sich richtig cool. Wir haben richtig coole Orte gesehen. Wir waren am Meer. Ja. Tauchen. Gab's denn auch negative Sachen? Ja, ein paar. Wie war denn der Rückflug? Gibt's immer. Hi Leute. Ja. Ich soll jetzt mal in die Kamera was sagen, weil ich ja so wenig rede immer. Ich hab euch meine Führerschein verkackt, das ist so scheiße, Leute, kennt ihr das? Ich bin ja so richtig hardcore deprimiert, so ein geiler Karton. Ich hab das Gefühl, ich hatte die ganze Zeit Ferien. Jetzt reicht so warm, ne? Ja. Ich mache jetzt ein ASMR. Ich weiß schon, dass die denken, dass du einen an der Klatsche hast. Da wurde reingeschrieben, dass ich sowas machen soll, weil ich eine beruhigende Stimme habe. Wow. Ja. Nicht so wie ihr. Natalia, es reicht jetzt. Leute, wir haben uns jetzt hier versammelt und jetzt drehen wir doch noch einen TikTok schnell. Alter, wir werden heute so viel Spaß haben, oder? Das ist so schön! Leute, wartet mal, ich muss mal meine Schuhe binden. Ja, ja. Ja, und sonst? Hast du das von Jessica schon gehört? Nee, erzähl. Leute, ihr habt gar nicht gewartet. Leo, da bist du ja. Ich heiße Fritz. Okay, ist doch egal. Und wann gehst du? Ich weiß. Schatzi? Du gehst jetzt nach Hause. Was sagst du eigentlich, wer du bist? Wir sind hier beste Freunde. Du bist nur ein kleines Stück Scheiße. Genau. So, wir sind jetzt endlich auch mal angekommen, haben draußen noch ein paar TikToks gedreht, davon blende ich euch auch nochmal welche ein. Und jetzt quatschen wir erstmal ein bisschen, weil es gibt eine Menge zum Austauschen. Okay. Jetzt wird erstmal gegossipt. Ja, wird mal Zeit, ne? Jetzt bin ich geschlichen, weil kennt ihr das, wenn ihr lange draußen seid? Und danach fühlt ihr euch so dreckig. Ich fühle mich doch nicht dreckig, deswegen will ich jetzt ganz schnell duschen gehen, weil die schneiden ja eh gerade das TikTok. Leute, wir chillen ja jetzt hier gerade und Natalia ist auf die Idee gekommen, dass sie gerne mal ein ASMR machen wird. Genau. Ich habe auch extra schöne Nägel. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, auf jeden Fall habe ich auch einen Red Bull, ne?
Oh. Doch, komm mal her. Genau, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Leute, ignoriert jetzt erstmal, wie die Küche aussieht. Sei mal leise kurz. Und wir machen uns jetzt hier Pizza mit. Genau, bis dann. Leute, die legt die Pizza einfach über die andere. Nein, du musst mir doch helfen. Scheiße, oh, Leute, wir mussten einfach die Pizza übereinander legen, aber die ist jetzt fertig. Und wir haben noch Pommes und die sind auch gleich fertig. Ja, und einen TikTok für Justin gefilmt. Oh. Ja. Ja. Muss nicht schmecken, muss wirken. Schmeckt? Krusty. Krusty, Rusty. Leute, Natalia hat jetzt ihre erste Make-up-Routine gefilmt und die schauen wir uns jetzt alle mal an. Ja, let's go. Okay. Warum ist der Ton so leise? Leute, ich habe gestern ein bisschen vergessen mitzufilmen, aber wir sind dann auf jeden Fall auch schlafen gegangen und jetzt sind wir gerade im Café. Jetzt essen wir noch ein bisschen was und das ist unser Essen. Ich habe so ein Mozzarella-Baguette und ein Cappuccino. Sie hat einen Milchkaffee und auch so ein Baguette, aber mit Schinken und Ei. Und Justin kommt auch gleich her. Und danach habe ich noch eine Fahrstunde und dann geht Natalia nach Hause. Ja, genau. Guck, da ist Justin, der hat sich auch was geholt. Was hast du? Irgendein Bagel und auch einen Kaffee und ein Wasser. Damals so eine Mücke mit Zucker. Nee. Auch Pizza. Ich glaube, ich muss das echt übergeben. So Leute, nachdem wir gerade im Café waren, hatte ich jetzt eine Fahrstunde. Also ich hatte gerade eine Fahrstunde und Justin ist mit Natalia zu ihr nach Hause gegangen, weil wir jetzt doch noch irgendwas machen heute. Und Leute, ich bin so fertig von diesen Fahrstunden immer. Ne? Danach geht bei mir gar nichts mehr. Also wirklich, weil ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Ganz ehrlich, ich merke das immer wieder. Mein Hirn ist dann einfach tot. Auf jeden Fall bin ich jetzt kurz im Edeka, ich hole mir jetzt was zu trinken und so. Und dann gehe ich auch zu Natalia und dann mal gucken, was wir da noch machen. Aber Leute, ich glaube es nicht. Ich habe einfach schon in einer Woche habe ich meine Prüfung, Leute. Und dann kann dieser Boy hier einfach selber Auto fahren. Ist das nicht crazy? Das wäre so cool, oder? Ich freue mich schon voll. Aber ich habe halt auch noch kein Auto, deswegen ist es ein bisschen blöd. Hi, da ist Justin. Hier sind bei Natalia. Katzi. Geht weg, okay. Ja. Weil wir jetzt hier im Natalias dreckigen Zimmer rumkamen, okay. Doch. Haben wir uns wieder dazu entschieden, dass wir wieder TikToks drehen, weil das ist das Einzige, was wir machen. Dann ne? Ist dreckig. Oh mein Gott, das ist so lustig. Kann ich auch mal sehen? Nee, ist nicht mehr lustig, geh. Freundschaftsfoto. Freundschaft. Das ist Freundschaft. Was ist denn? Freunde. Ich geh mal aufs Klo. Mhm. Wer hat eigentlich gesagt, dass er kommt? Ja, der nervt. Ist so, ich hab gar keinen Bock mehr auf den. Das ist so eine Klette. Ist so. Hi. Nein, das ist Chance. Beachtet nicht, wie ich aussehe. What the fuck? Auf jeden Fall habe ich wieder vergessen, das Outro zu drehen, deswegen mache ich das jetzt. Also wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, dann spammt wieder ein rotes Herz in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo dabei.